Hallo Basti, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, mich über die Dinger hier drüber zu machen, zumindest über das eine hier. Damit werde ich jetzt erstmal nichts machen, das schicke ich dir so wieder zurück, wie es ist. Aber den hier haben wir zumindest schon mal zum Laufen gebracht. Ja, dadurch ich zurzeit ziemlich wenig Draht da habe, konnte ich nur zwei von den Dingern bewickeln hier. Die anderen Spulen musste halt man noch selber irgendwie bewickeln. Da ist jetzt jedenfalls, die Drahtdicke musste man noch rausmessen. Und die Windungen habe ich auch keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Reste genommen, die ich da hatte, und habe die drauf gewickelt, so dass überall, müsste überall dasselbe drauf sein. Rein theoretisch. Und ja, eine Bedini-Schaltung dran. Die zwei Spulen sind in Reihe geschalten. Und ja, wie man es hochfährt, muss ich dir jetzt mal noch kurz zeigen. Weil, ja, das ist so eine Sache hier mit dem Teil. Ne? Ich habe gleich mal einen Reed-Switch mit dran gebaut. Nach den neuesten Erkenntnissen, die ich da mir erarbeitet habe. Und am Eingang kannst du zwischen so 12 und 15 Volt, ich habe jetzt 15 Volt anliegen. Ja, wird dann hier an den schwarzen, nee Quatsch, hier ist der schwarze, ist der Minus, ne, und hier der rote ist der Plus, aber kriegst du ja dann selber raus. Und ja, wenn ich das jetzt einfach so anwerfen wollen würde. Siehst du, da triggert er hier zwar schon, aber er hält die Drehzahl nicht. So, und dazu müssen wir lediglich hier diesen ersten Vorwiderstand überbrücken. So, jetzt überbrücken wir nochmal. Werfen wir nochmal an. Ja, jetzt fährt er hoch, nämlich, ne? Aber dürfen wir nicht zu lang in dem Modus lassen, weil sonst wird der Widerstand hier nämlich extrem heiß. Ich würde sagen, jetzt. Ja, jetzt müsste es reichen. Ah, hast du gesehen? Da blitzt es nämlich schon ganz schön so. Und jetzt hält sich das so in der Drehzahl hier. Ja. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich erstmal nicht zu sagen. Ne? Batterien laden ganz normal damit. Und den Rest kannst du ja dann selber so aufrüsten, wie du magst. Ne, hier habe ich auch erstmal nichts weiter dran gemacht. Kannst du dann selber noch aufblasen, wie du lustig bist. Na, viel Spaß dabei.